Mein Name ist Jasmin Stöcklein und ich arbeite bei SBB Immobilien im Projekt- und Baumanagement. Ich habe die Vertiefung Immobilien gewählt, da ich in der Ausbildung auch in dem Bereich schon tätig war. Es ist einfach super spannend. Es gibt viele Punkte wie Technik, Projektmanagement und allgemein das Bauen an sich, wo sehr interessant sind und einfach Spaß machen. Das Thema Immobilien wird in Zukunft immer wichtiger werden. Nachhaltigkeit, Ökologie, Soziologie sind für uns als Facility Manager im Baumanagement absolut wichtig. Mich hat im Studium wirklich überrascht, dass wir subtile Psychologiefächer hatten. Wir haben dort gelernt, wie man sich mit Personen verhält, wie man Teams führt und wie man mit verschiedenen Situationen umgehen muss. Zusätzlich lernten wir viel über technische Anlagen. Heizung, Lüftung, Kälte, Klima war immer ein großes Thema. Auch das nachhaltige Bauen stand bei uns immer stark im Fokus. Die Jobsuche war relativ einfach. Nach meinem einjährigen Praktikum während dem Studium bei der SBB wurde ich anschließend direkt übernommen. Ich arbeite im Projekt- und Baumanagement. Wir machen Projekte bis 5 Millionen Franken. Wir sind zuständig für Sanierungsarbeiten und kleinere Neubauten. Mein Tagesablauf ist wirklich jeden Tag anders. Manchmal habe ich nur Meetings und manchmal bin ich überall in der Schweiz unterwegs. Ganz besonders gefällt es mir, mit verschiedenen Personen wie Planern und Architekten zusammenzuarbeiten. Manchmal haben wir auch den direkten Kontakt mit den Mietern. Ich empfehle die Vertiefung Immobilien an Personen, die an der Bewirtschaftung interessiert sind, Projekte gerne managen und einfach an Immobilien Spaß haben.